ein Blick bzw. ein Ohr für die Vokalverbindungen. Verabschieden Sie sich von den Diphthongen der deutschen Sprache, wenn Sie Italienisch sprechen. Sie schauen im Italienischen ähnlich aus, klingen aber etwas anders, weil sie anders zu artikulieren sind. Achten Sie ganz genau auf den Unterschied zwischen Auto und Auto. Autobus, Autobus. Die Dinosaurier und Dinosauri. Siena und Siena. Vienna Airport und Vienna. Euro und Euro. Europa, Europa. Europäisch, Europäo. Sie hören also, dass sich da einiges verändert hat. Am besten, Sie sprechen die folgenden Worte nach. Applauso, Auto, Autobus, Dinosauro, Mauro, Paura. Achtung, Paura, nicht Paura, sondern Paura. Siero, pieno, tiene, miele, chiede, richiesta, Trieste, Siena, Vienna e Piero. Eur, das wäre ein Stadtteil von Rom. Eur, Euro, Europeo, Europa, Pleurite, Rheumatico, Pneumatico. Als kleine Faustregel nach U immer ein offenes O, wenn danach noch ein Konsonant folgt. Cuore, muore, suora, nuora, fuori. Buono, nuovo, vuoto, nuovo, uovo. I tuoi, i suoi, vuoi, puoi, suocero, scuola e suola. Die Verbindung AO, aufpassen bitte, hören Sie genau hin. Es ist nicht wie bei uns Paul, wir schreiben das mit AU, die Italiener haben das mit AO. Die Betonung liegt auf dem ersten Vokal dieser Lautverbindung. Paolo, Paola, daher auch Caorle, Caorle. Offenes O haben wir in den Verbindungen noi, voi, poi. Offenes E in lei, sei und i miei.